Heute beim elektrischen Reporter: textende Roboter, Minimalkonsum und Daten ohne Reisefreiheit. Ich habe Sie erwartet. Dass Menschen und Maschinen verbal miteinander kommunizieren, ist eine Situation, die immer noch nicht ganz im Alltag angekommen ist. Obwohl das auf der technischen Seite eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Der allerneueste Trend in der Mensch-Maschine-Kommunikation ist allerdings erstaunlicherweise der Text-Chat, wie unser erster Beitrag zeigt. Smartphone-Apps sind von gestern. Heute stehen wir an der Schwelle zum Zeitalter der Chatbots. Diese Computerprogramme können automatisch mit Usern in Schriftform kommunizieren. Idealerweise so gut, dass der Mensch gar nicht merkt, dass er es mit einer Maschine zu tun hat. Chatprogramme wie der Facebook Messenger sollen so schon bald zum perfekten persönlichen Assistenten werden. Jenny Jovonen entwirft die Dialoge für solche Chatbots. Die Kommunikationswissenschaftlerin sorgt dafür, dass die Gespräche so natürlich wie möglich wirken. Stell dir vor, du chattest mit einem Freund. Wenn man diesen Freund etwas fragt, antwortet er nicht mit einem fünfseitigen Antwortkatalog. Dein Freund versucht zu verstehen, worum es eigentlich gerade geht, gibt eine kurze Antwort und dann fragt man eventuell noch mal genauer nach. Als Josef Weizenbaum vor 50 Jahren den ersten Chatbot vorstellt, sind dessen Möglichkeiten noch sehr begrenzt. Seine digitale Psychoanalytikerin namens Eliza antwortet stets mit Fragen nach der Kindheit oder fordert ihre Patienten dazu auf, mehr über sich zu erzählen. Das Gegenüber versteht schnell, dass es sich eben nicht mit einem echten Menschen unterhält. Moderne Bots sollen dagegen nicht mehr nach Computer klingen. Sie werden als witzige Gesprächspartner mit ganz eigenen Persönlichkeiten programmiert. Wenn ich einen Dialog entwerfe, stelle ich mir einen sympathischen kleinen Roboter wie R2-D2 vor. Ein kleines, harmloses und dabei freundliches Wesen. Und einige Bots machen ihre Sache schon heute besonders gut. Auf der Online-Dating-Plattform Ashley Madison etwa chatteten tausende Männer mit Fembots statt mit echten Frauen und merkten es teilweise nicht mal. Gaurinath Sivaganeshamurthy vom Startup Create berät Konzerne, die ihren Kundenservice mit Chatbots automatisieren wollen. Für die ganz alltäglichen Kundennöte. Egal welche Fluggesellschaft es ist und ich möchte kurzfristig eine Flugbuchänderung durchführen, habe ich eigentlich wenig Lust, 15, 20 Minuten eine Warteschleife zu verbringen, um anschließend der Mitarbeiterin zu sagen, dass ich bitte den Flug umgebucht hätte auf den darauffolgenden Tag um 18.45 Uhr. Mit der Hilfe eines Chatbots lassen sich solche Dinge in Sekundenschnelle regeln. Nervenaufreibende Warteschleifen sollen so bald der Vergangenheit angehören. In China ist der Bot-Trend sogar schon viel weiter. Dort helfen Bots den Usern des WhatsApp-Äquivalents WeChat, ihre Miete zu überweisen, Taxis zu rufen oder der Schwiegermutter Blumen schicken zu lassen. Und auch Facebook hat mit M bereits einen Digital-Butler entwickelt, während Microsoft am Bing-Concierge bastelt. Damit diese Bots funktionieren, brauchen sie vor allem eines: Daten. Abhängig, was für Daten ich zur Verfügung stelle, könnte die künstliche Intelligenz in der Lage dazu sein, aus diesen Daten für mich interessante Eckpunkte zu erfassen und hauptsächlich mir das Leben zu vereinfachen? Neben diesem Lernen bestimmter Inhalte sind aber auch Sprachverständnis und Psychologiekenntnisse nötig, damit Bots ihre User überzeugen können. Der Computerlinguist Manfred Stede befasst sich an der Universität Potsdam damit, wie ein Bot Emotionen lesen kann. Eben weil Mehrdeutigkeiten, Ironie oder auch schon das Erkennen des richtigen Kontexts für Maschinen so schwer sind, bewertet Stede die Fähigkeiten der Bots eher verhalten.
Vielleicht muss der Mensch auch gar nicht unbedingt ersetzt werden. Es wird ja an einigen Bots auch so gearbeitet, dass ein Mischmodell gebaut wird, was der Bot nicht leisten kann. Und er das auch merkt, dass er es nicht leisten kann, dann erfolgt die Weiterleitung auf den Menschen, also auf den echten Kollegen im Callcenter. Das ist bestimmt ein sehr zukunftsträchtiges Modell, denke ich. Halb Bot, halb Mensch. Noch klingen Dialoge mit Chatbots meistens wie aus dem Textbaukasten. Und je mehr wir User über diese Servicemaschinen wissen, desto leichter fällt es uns, die Chatbots zu enttarnen. Deshalb liegt die Zukunft dieser Programme wohl tatsächlich nicht darin, vorzugeben, ein Mensch zu sein, sondern vielmehr darin, diejenigen Kommunikationsaufgaben zu übernehmen, für die echte Menschen eigentlich überqualifiziert sind. Wie man möglichst wenig konsumiert und dabei möglichst viel Spaß am Leben hat, um diese Frage geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Raphael Fellmer, 32 Jahre alt, Mitgründer von Foodsharing und setze mich für die Kultur des Teilens ein. Und bei Twitter findet man mich unter Raphael Fellmer. Twitter nutze ich seit über 5 Jahren, um für mehr Bewusstsein zu sorgen, die Menschen zu sensibilisieren und auch einfach ja, über den Wandel, der auf der ganzen Welt passiert, zu berichten. Angefangen, Lebensmittel legal zu retten, habe ich im März 2012 hier in Berlin. Und seitdem hat sich die Bewegung ausgebreitet über ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und mittlerweile sind wir bei Foodsharing über 17.000 Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen und bei über 2.000 Betrieben Lebensmittel retten und so schon über 4 Millionen Kilo vor der Tonne bewahren konnten. Lebensmittel retten ist ein Riesenthema und es beginnt eigentlich schon auf dem Acker, dass zwischen 10% und 50% der Dinge, die angebaut werden, einfach dort liegen gelassen werden, weil sie unserer Norm nicht entsprechen. Das heißt, wir als Konsumenten im Supermarkt haben eine unglaubliche Macht, indem wir uns auch dafür einsetzen, schräge, krumme, hässliche Obst- und Gemüsesachen zu kaufen, anstatt dass die nicht mal geerntet werden. Der Tweet, lass die Lebensmittel länger leben, ist quasi ja, ein Ausrufezeichen bei 50% Lebensmittelverschwendung, die wir derzeit haben. Mehr Achtsamkeit, Wertschätzung den Lebensmitteln zu schenken und mit ihnen sorgsam umzugehen, damit sie eben nicht in der Tonne landen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass alle Menschen auch die Verantwortung übernehmen für die Lage in der Welt und zu schauen, was können sie dagegen unternehmen, damit wir als Gesellschaft nicht mit 150 gegen eine Wand fahren. Also meine Vision ist, dass wir auf einer Erde leben, wo alle Menschen genügend zu essen haben. Und dafür gehört auch, dass wir hier, wo wir nicht so viel Hunger haben, aber viel importieren aus anderen Ländern, keine Lebensmittel mehr wegschmeißen. Es gibt zwei Sachen, die jeder Mensch machen kann, um sich gegen die Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Zum einen, sich möglichst pflanzlich zu ernähren. Das spart unglaublich viele Ressourcen, damit Lebensmittel. Und dann einfach zu Hause auch wirklich schauen, was muss noch gegessen werden, bevor es schlecht wird. Und nicht einfach nur zu essen, was einem gerade in den Sinn kommt. Und mein Ziel und mein Wunsch ist es, möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, sich auch für ihre Berufung einzubringen und auf vorhandene Ressourcen, Räumlichkeiten und Dinge zurückzugreifen, anstatt neue zu konsumieren und so ökologischer und mit mehr Freude durchs Leben zu gehen. Das Internet ist eine internationale Veranstaltung. Lediglich Länder wie China oder der Iran möchten sich damit nicht abfinden und halten Daten an den Grenzen auf. Aber auch in der sogenannten freien Welt ist die Datenreisefreiheit in Gefahr, wie unser nächster Beitrag zeigt. Dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Kaum eine Meldung ist bei Internetnutzern so verhasst wie diese. Ob Serien wie House of Cards oder Übertragungen der englischen Fußballliga, viele Videoangebote kann man in Deutschland nur spät, teuer oder gar nicht sehen. Der Name solcher Netzsperren auf Grundlage des Aufenthaltsortes der Nutzer? Geoblocking. Und Geoblocking zeigt, selbst das eigentlich grenzenlose Internet ist noch von vielen Mauern durchzogen. Und wer trotz Geosperre aktuelle Serien sehen will, der weicht deshalb oft auf illegale Angebote aus. Julia Reda hat dem Geoblocking den Kampf angesagt. Mit einer Kampagne will die Europaabgeordnete den Gesetzgeber dazu bewegen, die Blockaden im Netz wenigstens innerhalb Europas zu beenden.
So gut wie alle Reaktionen, die ich in der Öffentlichkeit zu dem Thema bekomme, ist, dass Leute von Geoblocking extrem genervt sind und überhaupt nicht verstehen können, wie in einem geeinten Europa solche künstlichen Grenzen im Internet immer noch bestehen können. Alleine ist Reda mit ihrem Ziel nicht. Auch die Europäische Kommission teilt ihre Auffassung, dass virtuelle Grenzen und ein vereintes Europa nicht zusammenpassen. 2015 ruft Kommissionsvizepräsident Andrus Ansip sogar dazu auf, die ungeliebte Technik ganz abzuschaffen. Wir müssen das Geoblocking beenden. Dies ist ein Muss. This is must. Doch passiert ist seitdem nur wenig. Statt eines generellen Geoblocking-Verbots wird jetzt diskutiert, ob EU-Bürger ihre Lieblingsserien für kurze Zeit, zum Beispiel während der Ferien, auch im Ausland streamen können. Wer im Ausland arbeitet oder wer zu einer sprachlichen Minderheit gehört, würde also weiterhin in die Röhre gucken. Grund für diesen Sinneswandel ist insbesondere der Widerstand der Filmindustrie. Auch Produzent Dan Mark ist entschieden gegen die Abschaffung des Geoblocking. Wenn man das Geoblocking abschafft, ist das auch mitunter das Ende der europäischen Filmproduktionskultur und auch Branche. Man muss es letztendlich so sehen, dass das Geoblocking für uns Territorien eben eingrenzt als solches, die für uns Handelsplätze sind. Seine Befürchtung: Ohne Geoblocking könnte die Finanzierung neuer Filme unmöglich werden. Denn wie schon zu Zeiten des Celluloid-Films ist auch die Vermarktung digitaler Inhalte immer noch streng nach Ländergrenzen organisiert. Sollten Produzenten gezwungen werden, in Zukunft nur noch Europa- oder gar weltweite Lizenzen anzubieten, drohen laut Mark Einnahmeausfälle. Denn vor allem besonders teure Produktionen spielen ihr Geld oft erst im Ausland ein. So wie die Serie Deutschland 83, die in Deutschland kaum jemand sehen wollte. Erst über die Vermarktung im Ausland wurde sie auch ein kommerzieller Erfolg. Julia Reda glaubt nicht, dass die Filmindustrie ohne Geoblockaden kollabieren würde. Und ein Geschäftsmodell, das auf dem Aussperren europäischer Bürger beruht, ist mit dem Prinzip des europäischen Binnenmarkts nicht vereinbar. Wenn niemand die Inhalte im Ausland schaut, dann entsteht den Rechteinhabern auch kein Schaden. Wenn aber es Leute gibt in anderen Ländern, die die Inhalte schauen wollen, dann sind das auch potenzielle Kundinnen und Kunden. Unterstützung findet Reda zum Beispiel beim Europäischen Verbraucherverband BEUC. Ursula Pachel kritisiert, dass sich die EU bisher viel zu lange auf die Interessen der Industrie konzentriert hat und dass es ja gerade im europäischen Binnenmarkt überhaupt keinen guten Grund gibt, warum die Verbraucher nicht schlussendlich auch profitieren sollen von diesem Binnenmarkt. Es hat ja in den letzten 40 Jahren eigentlich das Bestreben gegeben, im Sinne der Unternehmer die Märkte zu öffnen. Bisher hat man zu wenig auf die andere Seite geschaut, nämlich auf die Seite der Verbraucher, die nämlich auch Zugang haben sollen zu diesen Märkten. Es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis sich Kommission, Rat und Parlament auf eine gemeinsame Position verständigt haben. Und noch länger, bis eine Neuregelung endlich bei den Bürgern ankommen wird. Sollte es Brüssel jedoch nicht gelingen, eine wesentliche Verbesserung für die Zuschauer zu erreichen, werden wohl vor allem illegale Videoportale profitieren. Denn die verzichten schon heute auf Geoblocking und zahlen der Filmindustrie keinen Cent. Das Unbegrenzte muss das Begrenzte einschließen. David Bohm. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.